Das. 5, 3, oh, 2, 1, 10 kann ich gut und es geht weiter mit Resident Evil 6 im nächsten Kapitel. Oh, ja. Oh, Fähigkeiten, warte, ich mache meine Fähigkeiten aus, ich habe viel zu viele Punkte. Oh ja, dann, ich habe 61.000, glaube ich. Dann machen wir das doch erstmal. Es geht weiter im nächsten Kapitel, habe ich gesagt. Aber ich rüste dann mal mehr Gegenstände. Feldsanitäter habe ich hier. Hier habe ich Befreiungstechnik. Feldsanitäter kann ich austauschen. Bringt mir ja nichts, wenn ich mit Darkplay spiele. Oh, ich mache jetzt erstmal Nahkampf. Stärke ich jetzt erstmal. Zombiejäger, Adlerauge. Wofür ist denn das Adlerauge? Hinzufügen eine zusätzliche Vergrößerungsstufe für das Scharfschützen-Zielfernrohr. Schneller nachladen. Letzter Schuss, erhebliche Erhöhung der Stärke des letzten verbleibenden Schusses. Wilde Ballerei. Wilde Ballerei, ihr Zielkreuz wird entfernt. Ach, wilde Ballerei will ich nicht haben. Ihr Zielkreuz wird entfernt, aber die Stärke ihrer Angriffe mit Schusswaffen nimmt zu. Gegenstände habe ich schon. Erhöht die Chance darauf, dass getötete Feinde Gegenstände fallen lassen. Ach so, das heißt gar nicht, dass ich ein größeres Inventar habe. Einfach nur, dass die Chance habe ich zwar noch nicht gesehen, aber egal. Stark im Team erhöhte Stärke von Angriffen ihres Partners. Feldsanitäter, nee, Einzel. Mehr Munition erhöht der aufgenommene Munitionsmenge für. Ich will jetzt ein bisschen. Sturmgewehr. Das nenne ich jetzt so. Und das rüste ich auch gleich mal aus. Mehr Munition. Ja, das heißt, du kannst, dein Inventar wird nicht größer, aber du kannst vom Sturmgewehr statt 60, was weiß ich, sagen wir mal 80 mitnehmen. Mehr Munition. Ja, lohnt sich nicht für mich, ich hab Sturmgewehr noch nicht. Aber ich. Ja, für dich. Ich mach letzter Schuss. Ja, ich gucke gerade, unendlich Munition will ich nicht. Ich wollte mal gucken, ich weiß nicht, ob es das gibt. Ich habe jetzt Befreiungstechnik, mehr Gegenstände, dass Gegner bei mir seltener und mehr Gegenstände droppen und mehr Munition für Sturmgewehr habe ich jetzt ausgerüstet. Ich habe nur zwei, ich habe Schusswaffe und Nahkampf. Meine Schusswaffen sind stärker, meine Nahkampfangriffe. Also so die Standards habe ich jetzt genommen. Ja, ich habe eigentlich gehofft, dass ich hier irgendwas mit dass ich hier irgendwie mehr Gegenstände, sowas ähnliches finde. Nicht, dass Gegner mehr Gegenstände fallen lassen, sondern so eine Inventarerweiterung. Ja, ich verstehe, was du meinst. Naja, wir machen dann erstmal weiter. Okay, würde ich sagen, oder? Ja, können wir machen. Jetzt haben wir auch mal die Fähigkeiten gezeigt. Oh toll, nochmal 60 Sekunden warten. Ja. Der Timer ist richtig unnötig, weil jetzt kann man hier ja auch nicht mehr rumspielen. Das heißt, den Timer könnte ich ja verstehen, wenn es heißt so, damit mein Partner noch irgendwie eine Minute hat, rumzufummeln. Aber das geht ja jetzt nicht mehr. Wir warten jetzt erstmal. Ich kann auch eine Fähigkeit kaufen. Ach so, ich nämlich nicht. Gut. Dann ist das auch gut, dann hast du jetzt noch 30 Sekunden Zeit. Ja. Oh, da fällt mir ein, ich habe vergessen, mein Fähigkeiten-Set, Abbruch. Ich habe mein Fähigkeiten-Set nämlich gar nicht ausgerüstet, ich habe immer noch eins ausgerüstet. Ich habe mir 7 zusammengestellt und eins ausgerüstet. Diese komische Jaros, ne? Ja. Okay, dann mache ich das hier. Ja. Also. Ich habe Jaros nämlich da gemacht. Ja. Cool, ich würde gerne mein Fähigkeiten-Set ausrüsten, aber das kann ich dann wohl erst, wenn wir das nächste Mal spielen machen. Nächstes Kapitel. Ja, leider ist das so. Also gar nicht nächstes Kapitel, wenn wir eine Aufnahmepause machen und das Spiel beenden und gespeichert worden ist, dann kann ich das auch machen. Einem sterbenden Partner helfen. Es gibt zwei Wege, interne Partner zu entnehmen, sie in einer Erfahrung. Für dieses Kapitel hättest du ja ruhig Jack sein können und ich Sherry, damit du fährst. Wieso denn? Ich weiß es nicht, weil ich schlecht bin, glaube ich.
Schlangenabzeichen. Die Familie hat überall auf. Oh, keine Ahnung. Ich sag das ja. Alles okay. Verstanden. Wird gemacht. Wir sind gleich da. Was hat er gesagt? Ich habe jetzt die Treffpunktkoordinaten. Ist nicht weit. Ganz toll. Ja, ganz toll. Scheiße, ich muss ja schießen. Ja. Sie wollen uns niedermähen. Ja, danke, ich höre es. Gott weiß, wie wir hier rauskommen sollen. Mann, wie fährst du denn? Ich sagte, ich kann das nicht. Unser Motorrad hat eine Lebensanzeige, du Idiot. Ach so. Ich mach gerade. Jetzt ist es schon wieder. Noch nicht. Umschaltsperre-Taste. Guck mal. Hä? Wir fahren gerade über die Dächer. Oh mein Gott, Jake! Kontrollpunkt. Diese Zerstörung, die Hölle auf Erden. Upsala. Du musst alle Feinde eliminieren. Hey, schieß da drauf, los! Dafür, dass wir noch so wenig HP haben, sind wir doch noch weit gekommen. Nächstes Mal klaue ich eine Limousine! Ja, nur blöd, dass wir... Halt dich gut fest, okay? Ah Mann, da trifft ja gar nichts. Wir sind gleich tot. Doch, ich hab sie! Oh. Oh, du Idiot! Du hast dich wirklich besser als du. Aber wir hatten ja schon einige Kontrollpunkte. Ich hoffe, wir kriegen jetzt wieder volle HP von den letzten Kontrollpunkten. Jetzt nur so viel HP, wie wir da haben. Ey, das wäre richtig mies. Dann hätten wir ja, sind wir ja gleich wieder tot. Ja. Aber eigentlich nicht, weil wenn man stirbt, hat man ja auch wieder voll AP nach dem Kontrollpunkt, der Charakter. Halt dich gut fest, okay? Was machst du denn? Wir kommen nicht weit, wenn wir so weitermachen, ne? Warte! Alter! Und schon die Hälfte wieder verloren. Aber wir haben auch wieder einen Kontroll. Stufe HD, du bist echt ein Idiot. Du kannst doch nicht einfach gegen das Auto fahren. Sacka. Benommene Gegner. Ich sagte ja, ich mag das nicht so, dieses Motorradfahren. Auch das Autofahren in Crisis-Kampagne mochte ich nicht. Habe ich eigentlich unendlich Munition? Das weiß ich nicht. Ey! Sacker! Dafür kann ich nichts. Der wollte nicht ausweichen, ich wollte extra ausweichen. Du hast gefragt, ob du unendlich Munition hast? Ja. Das weiß ich nicht, schieß doch mal und guck nach. Wow. Aber ich glaube... Müsstest du eigentlich haben. Oder hast du es nicht? Ich glaube schon. Kannst du auch nach vorne schießen? Vor uns sind auch welche. Schießen nochmal nach vorne. Wie kann ich denn nach vorne gucken? Ach, du kannst gar nicht nach vorne schießen, okay, dann hast du. Ich kann Seite wechseln. Aber ich weiß nicht, wie ich das mache.
dass die Umschalttaste schwer wird. Okay. Aber ich weiß nicht, welche Taste das ist. Jake! Oh ne. Verdammt, verflucht nochmal! Ich kann mich nicht halten! Was muss ich jetzt machen? Oh doch, du kannst nicht kommen! Also ich muss. Du? Ich muss die ganze Zeit leer drücken. Und ich weiß nicht, was ich drücken muss. Ah, okay, alles gut. Also ich musste nur einmal die rechte Maustaste zum Starten drücken. Ah ja. Alles okay? Nein, nichts okay. Hat ja viel gebracht. Danke. Ich hab das Auto nicht gesehen, tut mir leid. Ich hab das Auto. Du bist der Fahrer, du musst immer darauf achten, wir müssen deinen Führerschein machen. Ich mach grad. Wenn dein Auto vorne steht, fährst du auch direkt da rein. Ich mach grad meinen Führerschein. Ja, ich weiß. Oh Gott. Aber wie machst du denn, wenn du deinen Führerschein hast? Bist du dann auch als auf dem Auto? Ich guck nicht so oft auf den Bildschirm hier. Und auf der Straße schon. Alles okay. Oh. Auf. Ja, gut gefangen. Nein! Sag ja. Ich glaube, ich konzentriere mich nicht gut genug, weil wenn ich Auto fahre, dann gucke ich auf der Straße, aber ich denke mal so, hier fahre ich Motorrad und kann auch mal vom Bildschirm weggucken. Jetzt muss ich mich mal konzentrieren. Bist du damit einverstanden, dass ich mich konzentriere? Ja, ich kann sowieso gar nichts machen, weil... Alles okay? Ja, gut gefangen! Nein! Das ist mit Konzentration, bist du beschissen. Ich sag's mal so, ich hab mich konzentriert, aber man kann da ja gar nicht so schnell ausweichen. Ich fahren würde, hätten wir es nicht geschafft. Ich fahr ja nicht mit Absicht so langsam daran vorbei. Lieber jetzt ist kein Freund von Matthias aus. Alles okay? Ja, sehr gut gefangen. Oh toll. Nein! Sacker! Wir passen nicht da durch! Ich habe Leertaste gedrückt, aber ich hab's nicht rechtzeitig gemacht. Ich musste Leertaste drücken. Ich dachte, ich muss R drücken, deswegen habe ich die falsche Taste gedrückt. Ich weiß, dass wir nicht da durchpassen, ich bin ja nicht blöd. Doch, bist du. Das weißt du auch selber. Schnauze. Ich zeig dir, dass wir da durchpassen. Soll ich dir zeigen? Oh! Ich sag dir jetzt mal was. Eben habe ich R gedrückt. Musste Leertaste drücken. Jetzt drücke ich Leertaste und muss R und Leertaste drücken, um da durchzukommen. Ey, jetzt muss ich... Ich zeig dir jetzt, dass wir da durchgekommen. Voll die Blödmänner. Ja. Siehst du, wir passen da durch. Ja, drei Versuche. Oh. Wir sollten fahren. Du darfst auch nicht... Ah, das ist die Unfallspur.
Warte, warte, warte. Da ist der Heli wieder! Oh nö. Was hat auf uns gewartet? Gerade so habe ich das noch geschafft, den Fähigkeitscheck. Pass auf, Autos, Autos! Ich seh's! Autos, Autos! Ich seh's, ich seh's! Auto, Auto! Ich seh's! Ja, ich muss ich lieber vorbereiten, sonst verkackst du's wieder. Auto, Auto! Ich krieg das auch so hin! Auto, Auto! Ich fahr extra ganz langsam. Auto, Auto, Auto! Auto, Auto! Ja, ich seh's! Auto! Autos! Bus, Bus! Jetzt halt die Schnauze! Noch mehr Busse! Noch mehr Autos! Alter! Wir sind im roten Bereich. Wir müssen jetzt einen Kontrollpunkt bekommen. Machst du? Ich kann's ja nicht sehen. Das war echt knapp. Ja, mit dem Kontrollpunkt. Jetzt hätten wir nicht schon genug Probleme. Oh, es war... Warte. Autos, Autos! Ich weiß. Los geht's, first time! Noch mehr Autos! Also, ich will mal sagen, wir sind gestorben, weil unser HP-Balken auf Null gesunken ist. Ja, wegen. Aber warum ist er auf Null gesunken? Weil du schlecht geschossen hast. Ja, alles auf Null schief. Ist ja nicht so, als wärst du gegen die Wand gefahren. Ja. Ist ja nicht so. Haben wir aber bisher immer gut geschafft. Erst nach dem Kontrollpunkt zu sterben. Schon genug Probleme. Wir haben es überhaupt nicht gut geschafft. Achtung! Besonders weil. Los geht's! Ganz wegen den Autos sind wir verreckt. Wegen dir sind wir verreckt, weil du ganze Zeit Autos sterben kannst. Ich glaube, du hast so eine Bindung an den Autos. Jetzt lass mich in Ruhe, ich fahre hier jetzt hoch. So fahre ich übrigens jeden Morgen zur Arbeit. Aha. Und springe dann erstmal über ein paar Helis. Deswegen bist du immer fix und fertig? Ja, deswegen bin ich immer fix und fertig. Ah ja, dann wissen wir jetzt den Grund. Ja. Schnelle Schüsse drücken Sie rechte und linke Maus. Oh Gott. Alles noch ganz? Scheint so. Komm. Seine Pfeifen sind wohl auch hier. Jake! Oh Gott. Chris Steve wird uns beschützen. Ja, jetzt habe ich den Maschinengewehr. Ich habe auch nicht darum gebeten. Wo hast du das her? Sie mögen ihn nicht, aber wenn Chris hier ist. Na gut, na gut. Genug von Redfield. Ich kann's nicht mehr hören! Mein Gott. Sie wissen wohl nicht, mit wem sie sich anlegen. Ich zeig's ihnen!
stirb doch einfach. Alter. Oh, dieser Helikopter. Ja, der ist echt nervtötend. Ja. Wir müssen da hoch. Ja, dann gehen wir doch da hoch. Wo hoch? Der Bärenkiller! Sterb hier! Sterben wie die Fliegen! Die Sache hat sich bald erledigt! Ach, wir müssen die alle killen! Ja. Die sterben ja wie die Fliegen. Die Sache hat sich bald erledigt, hat er eben noch gesagt. Warte. Die Frage ist, wie kommen wir da hoch, um die zu killen? Alter. Nicht AFK rumstehen, sagen. Dark Place. Ja, okay. Auf Dark müssen wir wohl jetzt verzichten. Jetzt muss ich noch auf sein Hintern mit aufpassen und auf meinen. Alter. Da, komm wieder. Oh, Kacke. Habe ich irgendwas noch heilen? Nur ein. Ein Kraut habe ich noch. Warte. Töte die zwei. Mal wieder da. Ja, du kannst doch nicht einfach während dem Kampf abhauen. Ja, ich musste kurz meine Intention bekommen. Alles gut, aber ich habe meine ganzen Gesundheitstabletten verbraucht, um dich zu schützen. Okay. Oh ja, jetzt kann ich mich da lang schlendern. Und ich dachte, wir müssen hier übernachten. Hier lang! Okay, wollen wir den Part kurz beenden? Der geht schon 24 Minuten. Mach, was du willst. Ich will da jetzt einfach nur schnell hin. Ja, dann lauf doch nicht weiter. Dann, ciao. Dark Place ist sehr motiviert. Ich sag einfach mal alleine ciao. Tschüss.